Ja, ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen, muss ich sagen. Viele Kollegen kannte ich ja schon. Es sind nur ganz, ganz wenige, die ich noch nicht kannte. Es sind auch vorwiegend dann die jungen Spieler. Ja, hat richtig Spaß gemacht bis hierhin, war aber auch sehr, sehr anstrengend, die Trainingseinheiten. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier bin und freue mich einfach auf die nächsten Wochen und die Aufgaben hier. Ja, ist ja grundsätzlich meine Spielweise ist jetzt nicht nur, dass ich mich vorne ausruhe und vorne im Zentrum bleibe, wie andere Kollegen das interpretieren. Ich versuche schon, der Mannschaft zu helfen, auch gerade im Defensivbereich. Der Fußball hat sich auch ein bisschen geändert. Du kannst als Mittelstürmer nicht nur mehr vorne bleiben, du musst einfach viele Aufgaben auch defensiv erledigen. Das habe ich schon immer gemacht und das macht mir auch Spaß. Mir macht auch Spaß, Tore vorzubereiten. Ich bin nicht unglücklich, wenn wir 4-0 gewinnen und ich mache kein Tor. Für mich ist wichtig, dass die Mannschaft Erfolg hat und dann hast du auch persönlich Erfolg. Ja, den Weg bin ich bisher gegangen und den werde ich auch hier weitergehen. Ja, das Trainerteam will natürlich, dass wir von Anfang an ein sehr hohes Niveau an den Tag legen und eine hohe Intensität. Also es ist echt ja, direkt gestern mit Vollgas losgegangen. Es war auch eine sehr, sehr anstrengende Einheit, heute auch wieder. Und es sind ja nur 5 Tage hier und nicht viel Zeit zum Leverkusen-Spiel. Von dem her bleibt nicht viel Zeit, das Training langsam aufzubauen. Wir müssen hier direkt 100% da sein und ja, klar, das Trainerteam versucht einen auch vorzubereiten auf die ersten Spiele, auf die nächsten Wochen und Monate. Und von dem her bisher alles in Ordnung. Ja, prinzipiell habe ich damals auch bei Jogi Löw schon gesagt, ich ziehe da extrem viel, unabhängig jetzt mal vom Sportlichen und vom Beruflichen, sondern vom Zwischenmenschlichen aus solchen Persönlichkeiten. Das ist für mich eine Riesenehre, mit jemandem wie Jupp Heynckes zusammenzuarbeiten. Und ja, es ist schon eine unglaubliche Persönlichkeit, auch wenn er einen Raum betritt oder wenn er eine Ansprache hält und ja, auch wie er die ganze Mannschaft einfängt, auch immer wieder mit kleinen Einzelgesprächen, das ist schon toll zu sehen und beeindruckend auch, wie ein Mensch so eine ganz große Gruppe einfangen kann und auch für sich gewinnt. Und ja, solche Persönlichkeiten imponieren mir, muss ich sagen, egal ob das jetzt im Fußball ist oder irgendwo anders. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich so jemanden kennenlernen kann und freut mich auch, dass ich das beruflich nochmal mitnehmen kann.